Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen, ja was heißt zum neuen Video, zu dem ersten Video auf dem Kanal, Leute. Und ja, heute zeige ich euch mal einen kleinen Money Glitch. Entschuldigung, Leute, ich bin ein bisschen krank, also von daher nicht wundern wegen meiner Stimme. Und ja, Vorstellungsvideo kommt noch bald. Ich spiele euch jetzt den Clip zweimal ab, den Money Glitch Clip. Also für den Glitch braucht ihr einen Freund, der einen MOC besitzt, und ihr selber braucht auch einen MOC. So, in meinem Fall dupliziert jetzt mein Freund das Auto, also der Noah, GTA 5 da. Und ja, also ihr braucht einen LG RH8, euer MOC muss leer sein, ja. Also der den Wagen bekommt, bei dem muss ein LG RH8 drinstehen. In euren Wagen, also in euren MOC, darf keiner drinstehen. Ihr benutzt den, der normalerweise da drinsteht, als jetziges Auto. Der bleibt doch drin, ne? So, Leute. Euer Freund braucht einen Wagen, den er duplizieren will. In unserem Fall ist es jetzt ein LG Retro Custom. So, die beiden MOCs müssen beide nebeneinander stehen, also in der Nähe halt, ne? Ihr, also der nicht das Auto bekommt, jetzt in meinem Fall ich, der nicht das Auto bekommt, der muss zwei Granaten links neben den MOC werfen. Zwei. Da müsst ihr, nachdem ihr die zwei Granaten geworfen habt, 2 Sekunden danach. Also haltet ihr immer noch L1 gedrückt. Ja, L1. Also zielen halt. Und drückt dann gleichzeitig Steuerkreuz nach rechts und Options. Und ihr müsst die ganze Zeit weiter drücken. Und zwar L1, die ganze Zeit weiter drücken. Und einmal kurz, 2 Sekunden danach, Steuerkreuz nach rechts und Options gleichzeitig drücken. Aber trotzdem immer noch L1 gedrückt halten. So, wenn ihr das habt, dann kommt ihr, wie ihr schon eben gesehen habt, in so ein Menü, halt das ganz normale Menü da, das da, was ihr jetzt seht. Zum Beispiel, da steht dann online die Karte und sowas halt alles. So, dann muss euer Freund aussteigen, ja, oder er steigt allein, von allein aus. Also er wird quasi aus einem Auto geworfen. Dann ist er unsichtbar. In dem Moment, wo er unsichtbar ist, läuft er zu seinem Auto, das er duplizieren will, ja. So, dann drückt ihr einfach Kreis und fahrt ganz normal in euren MOC rein, als wäre nichts passiert. Also einfach Kreis drücken, einfach reinfahren. Euer Freund ist immer noch unsichtbar. So, Leute. Und während er un dann kann er nach einer Zeit irgendwann einsteigen in das Auto. In seinen, das er duplizieren will. Wenn er einsteigen kann, sagt er euch Bescheid. Ihr steht immer noch weiterhin im MOC drin. Also ihr habt euer Auto im MOC geparkt und ihr steigt dann automatisch aus dem MOC raus, ja? Aus dem Auto raus, Entschuldigung. Ihr steigt automatisch im MOC aus eurem Auto raus. Dann geht ihr sofort in den Editor. So, dann bekommt euer Freund einen kleinen Blackscreen. So, euer MOC ist weg, also Freundessicht, euer MOC ist weg. Er fährt einfach in sein MOC und schon ist das Auto dupliziert. Ich erkläre es jetzt nochmal. Und zwar, ihr braucht ein LG LG RH8. Also der nicht das Auto bekommt, ja. Der das Auto bekommt, braucht sein Duplication Auto. Das, was er duplizieren halt will. So. Ihr werft zwei Granaten, also der Fahrer, der nicht das Auto bekommt, wirft zwei Granaten links neben den MOC. So, dann haltet ihr trotzdem noch zielen gedrückt, ja? Also immer die ganze Zeit zielen gedrückt halten. So, 2 Sekunden nachdem ihr die Granaten geworfen habt, drückt ihr, wirklich 2 Sekunden danach, haltet ihr immer noch L1 gedrückt, also zielen. Ihr braucht immer noch die Granate in der Hand. Wenn ihr keine Granaten habt, einfach Interaktionsmenü und da könnt ihr das alles dann kaufen übers Interaktionsmenü. So, 2 Sekunden. Ihr habt es gerade schon wieder gesehen.
2 Sekunden nachdem ihr die Granaten geworfen habt, haltet ihr immer noch L1 und drückt gleichzeitig Steuerkreuz nach rechts und Options. Also wirklich gleichzeitig. Dann müsstet ihr in dieses Menü kommen, halt da, wo man Karte und sowas alles auswählen kann. So, und ihr haltet immer noch L1 gedrückt, die ganze Zeit durchhalten, ja? So, dann muss euer Freund aussteigen aus eurem Auto, ja? Und zu seinem Auto gehen, das er duplizieren will. Er ist unsichtbar. Ihr, wenn er an seinem Auto steht, sagt er euch Bescheid. Ihr drückt einmal Kreis, dass ihr nicht mal in dem Menü seid, ja? Da, wo ihr Karte und sowas auswählen könnt. Ihr fahrt ein kleines Stück, nur ein kleines Stück, dass ihr dann in den MOC reinfahren könnt. Ihr fahrt in den MOC rein und dann kann euer Freund einsteigen in sein Auto, das er duplizieren will. So, ist das geschafft? Wenn er drin ist, in seinem Auto, das er duplizieren will, geht ihr einfach in... also auf Options und dann Editor. Und dann fährt euer Freund einfach nur noch in seinen MOC rein und dann ist das Ganze schon fertig. Also euer Freund muss einen ganz kleinen Blackscreen bekommen. Also auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video und der Glitch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und abonnieren nicht vergessen. Haut rein und ciao.